Herzlich willkommen zu Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation. Heute mit der fünften Folge hier auf www.johlmediatv.de. Wie in jeder Folge wollen wir wieder chronologisch durch die Zeit hin fortschreiten und sehen, was im Leben von Martin Luther und auch in der Weltgeschichte passiert ist, um so die Geschichte der Reformation besser verstehen zu können. Und wir haben es uns schon zur Gewohnheit gemacht, hier in dieser Serie mit einem Gebet zu starten. Und so möchte ich auch Sie, liebe Zuschauer, zu diesem Gebet kurz einladen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir in diesem besonderen Jahr uns mit der Reformation beschäftigen können, um zu lernen von den Siegen und Niederlagen von Männern und Frauen, die um dein Wort und um deine Wahrheit gerungen haben. Wir möchten dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist uns die Lektionen offenbarst, die wir lernen können aus der Geschichte, damit wir die Fehler nicht wiederholen und von dem Mut und von dem Glauben und der Treue deiner Diener lernen können. So möchten wir dich bitten, dass du jetzt bei uns bist. Im Namen Jesu. Amen. Teil 5. 1494 bis 1496. Feuer und Frevel. Wir schreiben das Jahr 1494. Und während Martin Luther in dieser Zeit, wie in der letzten Folge beschrieben, sich gerade mit der lateinischen Sprache quält und mit der Grammatik, herrscht in Rom der schlimmste Papst aller Zeiten. Papst Alexander der VI. Ist solch ein Monster, dass selbst die hingegebensten katholischen Historiker nie versucht haben, ihn zu verteidigen. Tatsächlich ist er jemand, der Kardinäle vergiften lässt, um ihren Besitz an sich zu reißen und dann an seine Familie und seine Günstlinge weiterzugeben. Dabei hat er oft einen äußerst freundlichen Umgangston und erweist sich als ein großer Heuchler. In Rom ist man seines Lebens oft nicht mehr sicher. Das lag nicht nur an Alexander dem VI., sondern auch an seinen Kindern. 5 Stück hatte er, alle natürlich eigentlich unehelich, und deswegen nannte er sie seine Neffen. Berühmt wurde vor allem Cesare Borgia, der in dieser Zeit ungefähr gerade 18, 19 Jahre alt war und zu einem der einflussreichsten italienischen Fürsten der Renaissance aufsteigen sollte. Er war von einer solchen Brutalität, dass die Geschichten über ihn viele Krimis füllen konnten. Ungezählte Morde wurden ihm angelastet, unter anderem auch der Mord an seinem eigenen Bruder. Selbst der Papst fürchtete die Gewalt dieses jungen, ungezähmten Mannes, der sehr groß, sehr stark und auch noch sehr schön gewesen sein soll, der im Stierkampf, als echter Spanier war das ja seine Leidenschaft, einem ausgewachsenen Stier mit einem Schlag, so berichten es Augenzeugen, den Kopf abgeschlagen haben soll. Aber die Leidenschaften in ihm waren ungezähmt. Und damit war er quasi noch eine potenzierte Steigerung dessen, was schon sein Vater, der Papst, auf dem Stuhl des Vatikan tat. Der hatte angeblich sogar eine Affäre mit seiner eigenen berüchtigten Tochter Lucretia. Mit anderen Worten, die Christenheit sank, was die Leitung der Kirche anging, auf einen nie dagewesenen, nicht einmal für möglich gehaltenen Tiefpunkt. Rom war ausbund an Frevel. Und keine weltliche Herrschaft hat jemals solche Monster als Regierenden gehabt, jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt, wie die Borgias in Rom an der Spitze der Kirche. In jener Zeit brauten sich dunkle Wolken über Europa zusammen. Das hing vor allem zusammen mit dem Tod von Ferdinand dem I., der war König von Neapel gewesen. Und der Thronfolge entsprechend sollte Alphonse II. Übernehmen. Doch jemand hatte etwas dagegen. Und das war der französische König, der selbst Ansprüche stellte
auf den Thron. Und damit sollte sich jetzt eine äußerst komplizierte diplomatische Krise entwickeln, wie wir gleich noch sehen werden. Just in dieser Zeit, im April 1494, startete Kolumbus noch zu einer weiteren Entdeckungstour in die Karibik von der Insel Hispaniola aus, wo er die Wintermonate verbracht hatte. Und im selben Monat wurde auch Johannes Schnitter geboren, später als Johannes Agricola bekannt in der Reformationsgeschichte, in Eisleben, in der Grafschaft Mansfeld, also ganz in der Nähe von dem gerade Latein paukenden Martin Luther. Das war am 20. April gewesen. Kolumbus auf dieser Entdeckungstour von Hispaniola aus entdeckte dann die kleine Insel, die wir heute Jamaika nennen. Er nannte sie Santiago. Es gab also noch etliches dort in diesem karibischen Bereich zu entdecken und Kolumbus war hier also unterwegs gewesen. Die neu entdeckten Gebiete waren etwas, das die Großmächte tatsächlich intensiv beschäftigte. Die bisherige Lösung, die im Jahr zuvor getroffen worden war, auf Entscheid des Papstes Alexander VI., wurde noch einmal neu verhandelt. Und zwar im Vertrag von Tordesillas. Die Portugiesen waren nicht ganz einverstanden. Sie vermuteten, dass wenn die Spanier dort im Westen Land gefunden haben, dass da noch mehr sein könnte. Und so erreichte man mit 10 Verhandlungen, dass die Linie, die das spanische und das portugiesische Eigentum trennen sollte, noch etwas nach Westen verschoben werden sollte, sodass potenzielles Land, das etwas weiter östlich gefunden werden könnte, dann den Portugiesen zufallen würde. Das sollte noch weitreichende Konsequenzen haben, dann für die weitere Entdeckung der neuen Welt. Am 1. August 1494 wurde in der Schweiz, in St. Gallen, Benedikt Burgauer geboren und auch er wird später eine Rolle spielen. Und dann war es soweit, im August brach Krieg aus. Die französische Armee wurde einberufen. Der französische König Karl VIII. Hatte, ja wie gerade angedeutet, Ansprüche angemeldet auf den Thron von Neapel. Da wurde weit zurückgegriffen in die Ahnentafel. Man konnte das einigermaßen juristisch belegen, dass man dort Anspruch haben könnte. Und die vielfach zerstrittenen italienischen Staaten taten ja übrigens dazu, vor allem in Mailand, verbündete sich mit Frankreich und lud den französischen König zu einem Feldzug nach Italien ein. Auch der Papst hatte dort politisch seine Finger mit im Spiel. Der versuchte allerdings ein Doppelspiel und wechselte öfter mal die Seiten, wie das auch schon seine Vorgänger getan hatten. Nicht gerade zu seinem Vorteil, wie wir gleich sehen werden. 25.000 Mann hatte Karl VIII. Zusammengezogen, davon fast ein Drittel Schweizer Söldner. Und die sollten jetzt in Italien einfallen. Um sich den Rücken freizuhalten, hatte der französische König vorher Handelsverträge mit dem Heiligen Römischen Reich, mit England und auch mit Spanien abgeschlossen, die sehr vorteilhaft für die jeweiligen Bündnispartner waren, sodass diese jetzt weniger geneigt sein würden, gegen Frankreich vorzugehen. Am 5. September kam es dann zum ersten großen Kriegsverbrechen. Die italienische Stadt Rapallo in Ligurien wurde nicht nur eingenommen, sondern die gesamte Bevölkerung, Männer, Frauen und Kinder, wurden auf Geheiß des französischen Königs massakriert. Und damit deutet sich schon an, dass dieser Krieg nicht einfach nur ein taktisches Manöver sein würde, sondern viel Leid und Schmerz über die italienische Halbinsel bringen würde. Und naja, Kolumbus kehrte dann am 25. September nach vielen Monaten der Entdeckungsreise wieder auf die Hauptinsel Hispaniola zurück, wo man so ein Zentrum etabliert hatte. In der Zwischenzeit hatten sich die Ureinwohner dort auf dieser Insel gegen die zurückgebliebenen Spanier erhoben und Kolumbus musste einen kleinen Feldzug führen. Er hat dann 1600 dieser Ureinwohner versklavt und sie nach
Spanien verschifft, aber ungefähr die Hälfte von ihnen hat Spanien gar nicht erst erreicht, sondern ist auf der Fahrt gestorben. Das waren so die allerersten Anfänge der gewaltsamen Unterdrückung der Ureinwohner dort in der neuen Welt. Unterdessen zog die französische Armee mordend und brandschatzend kriegführend durch die italienische Halbinsel und näherte sich Florenz, der berühmten Stadt des Humanismus, der weltoffenen Stadt, die aber in den letzten Jahren immer mehr eine wachsende Popularität für den Bußprediger Girolamo Savonarola gesehen hatte. Und der hatte die Invasion vorhergesagt, so wird uns berichtet. Und als dann die Franzosen vor den Toren der Stadt standen, war sein Einfluss umso größer. Am 31. Oktober kapitulierte Florenz, die Franzosen zogen ein und tatsächlich war es Savonarola selbst gewesen, der den französischen König überreden konnte, Florenz zu verschonen und kein Massaker zu veranstalten. Das wiederum hat seine Machtposition noch mehr gestärkt und aus dem Bußprediger wurde jetzt jemand, der die Geschicke der Stadt Florenz förmlich in den eigenen Händen hielt. Er war mittlerweile 42 und einer der angesehensten Prediger, nicht nur in Florenz oder in Italien, sondern seine Predigten hatten Einfluss weit über Italien hinaus. Wenige Tage später, am 5. November, wurde in der Reichsstadt Nürnberg Hans Sachs geboren, den wir auch später noch in der Reformationsgeschichte in besonderer Funktion erleben werden. Und dann wurden die Medici aus Florenz verbannt. Diese Familiendynastie, die über Jahre hinweg dort die Macht in der Republik Venedig an sich gerissen hatte, die eine große Förderer der Kunst und Kultur gewesen waren, den Humanismus dort zur Blüte gebracht haben, die wurden jetzt vertrieben. Und Girolamo Savonarola übernahm tatsächlich sozusagen die Macht und begann durch seine Predigten, das vorher so verruchte, weltoffene Florenz in eine Art Gottesstaat umzuformen, eine Art Theokratie. Auch viele der vormals humanistisch engagierten Bürger bekehrten sich und wurden eifrige Anhänger dieses feurigen Bußpredigers, der die Missstände in der Kirche und vor allem die Missstände in Rom ohne Blatt vor den Mund zu nehmen so deutlich kritisierte. Unter ihnen war zum Beispiel auch Giovanni Pico della Mirandola. Vielleicht erinnern wir uns daran, dass er derjenige war, der mal 900 Thesen aufgestellt hatte und eine große Konferenz in Rom veranstalten wollte, aber dann doch eher schmählich gescheitert ist. Er war ohnehin, im Gegensatz zu vielen anderen Humanisten, grundsätzlich an Religion interessiert gewesen und wurde jetzt zu einem überzeugten Anhänger Savonarolas. Er war dort natürlich nicht der Einzige. Interessanterweise starb er aber wenige Tage später am 17. November mit nur 31 Jahren und viele Zeitgenossen bedauerten dies, denn Giovanni Pico della Mirandola galt als eines der größten Genies seiner Zeit. Das Gerücht ging übrigens um, dass er möglicherweise vergiftet worden war. Derweil waren die Franzosen immer weitergezogen auf ihrem Weg Richtung Neapel und auch an Rom vorbeigekommen. Man war schon im Dezember in Rom oder an den Toren Roms, aber der König wartete mit dem Einmarsch, weil die Astrologen in seinem Gefolge ihm gesagt hatten, ein Einmarsch in Rom wäre am besten am 31. Dezember. Und bis zu diesem Tag wartet er und dann wurde Rom tatsächlich eingenommen. Vorher war bereits ein Teil der Befestigungsanlage ohne Fremdeinwirkung eingestürzt und die Römer hatten das als schwerwiegendes, böses Omen aufgefasst. Der Papst musste sich in die Engelsburg flüchten und hatte jetzt Angst, dass er vielleicht abgesetzt werden würde. Derweil predigte Savonarola immer deutlicher diese theokratische Idee und er machte Aussagen, die andeuten schienen, anzudeuten schienen,
dass er für sich die prophetische Gabe in Anspruch nahm. Hier haben wir ein solches Zitat aus einer Predigt vom 12. Dezember 1494. Dort heißt es: Wenn ich also Böses vorhergesagt habe und ihr habt es gesehen, müsst ihr mir glauben, wenn ich euch jetzt etwas Gutes sage. Denn der Prophet wird nicht immer nur Böses vorhersagen. Ich sage, Florenz, höre, was ich dir heute Morgen sage. Höre, was Gott in mir inspiriert hat. Tut es, dann wird es euch gut gehen, wenn ihr es tut. Und dann sagt er, was Gott in ihr inspiriert hat. Dort heißt es hier, ich sage euch, tut zuerst die beiden Dinge, die ich euch schon einmal sagte, nämlich, dass jeder zur Beichte gehe und von seinen Sünden gereinigt werde, und lasst alle für die Wohlfahrt in der Stadt sorgen. Und wenn ihr dies tut, wird eure Stadt herrlich sein, denn auf diese Weise wird sie sowohl geistlich als auch weltlich reformiert werden, und von euch wird sich die Reform in ganz Italien ausbreiten. Er wollte eine echte Reform. Das ist ohne Frage. Er war ein Reformator, aber ein Reformator, der für sich den Geist der Weissagung beanspruchte. Und hier wird es jetzt sehr diffizil in der Beurteilung. Denn das, was er hier sagt, dass Gott ihm inspiriert hätte, stimmt nicht wirklich ganz hundertprozentig überein mit dem, was die Bibel über die Sündenvergebung sagt. Interessanterweise ist bis heute die Beurteilung von Savonarola in der Reformationsgeschichte sehr gespalten. Während einige ihn als Vorreformator sehen, verneinen das andere. Und ohne ein abschließendes Urteil jetzt schon hier fällen zu wollen, ist es interessant, dass er einen großen Eifer an den Tag legte, aber auch einen Anspruch, erhob, dem er wohl selbst nicht ganz gerecht worden ist. Aber dazu jetzt im Laufe dieser und der nächsten Folge noch mehr. Nachdem also Rom gefallen war, hatte sich hiermit auch wiederum die Prophezeiung und die Vorhersagen des Savonarolas offensichtlich bestätigt, die wir gleich noch sehen werden. Ebenfalls im Jahre 1494, hier noch einige zusätzliche Informationen zum Jahr, erschien das Buch Das Narrenschiff ad Narragonien, eigentlich eine Posse, eine Satire, die allerdings zu einem absoluten Bestseller international wurde, zu einem der meistgelesenen Bücher in der vorreformatorischen Zeit, und in der viele Missstände der Gesellschaft auch durch Satire und durch Humor aufgegriffen worden sind. Ebenfalls relativ berühmt dieser Druck hier, die Lübecker Bibel. Die Bibel war bereits mehrfach ins Deutsch übersetzt worden, wobei man beim Deutschen hier einschränkend sagen muss, es handelt sich um einzelne Dialekte. Das Deutsche gab es in der Form vielleicht noch gar nicht so richtig. Die Lübecker Bibel zum Beispiel, eine Variante in Mittelniederdeutsch, basierend auf der Vulgata, das heißt auf der lateinischen Standardübersetzung, und die wurde dann ins Mittelniederdeutsche übertragen. Die Lübecker Bibel gilt als eine der bedeutendsten, weil sie besonders schön auch ausgeführt ist. Und zumindest ein Zeugnis, dass rein theoretisch in gewissen Dialekten die Bibel im Deutschen vorhanden war, auch wenn das noch keine volkseffektiv oder keine Ausgabe war, die im Volk weit verbreitet war. Ebenfalls im Jahr 1494 ungefähr, ohne genaue Angabe, wurde Johannes Drach geboren in Karlstadt, so wie auch sein berühmter Kollege einige Jahre zuvor, Andreas Bodenstein. Und in diesem Jahr veröffentlichte der deutsche Humanist Johannes Reuchlin ein interessantes Werk. Wir haben ihn ja schon in mehreren Folgen etwas unter die Lupe genommen. Sein Buch, das an diesem Jahr veröffentlicht wurde, hieß De Verbo Mirifico, ein Buch, in dem fiktiv ein christlicher, ein jüdischer und ein heidnischer Gelehrter, drei Gelehrte, gemeinsam über Religion und Philosophie diskutieren. Und im Laufe dieses Gespräches verschmelzen die Grundpositionen aller drei Religionen, des Judentums, des Christentums und des Heidentums, in der Lehre von Jesus zu einer Einheit. Also ein interessanter Ansatz, die Weltreligion zu betrachten. Reuchlin hat das Verbindende gesucht, wobei gleichzeitig für ihn das Evangelium von Jesus den Maßstab bildete. Und solche Art von Literatur war unter den Humanisten sehr modern. Man hat versucht, über den Tellerrand hinauszuschauen und Brücken zu bauen und eine gewisse Gleichrangigkeit oder eine gewisse Akzeptanz auch der anderen Religionen zu bewirken. Ulrich Zwingli
der zu diesem Zeitpunkt 10 Jahre alt war, ist im Jahre 1494 von Wesen, wo er bis dato bei seinem Onkel gelebt hatte, nach Basel umgezogen, um dort die Lateinschule zu besuchen. Offensichtlich waren dort die Möglichkeiten sehr viel besser. Und es zeigte sich, dass der junge Ulrich ein äußerst talentierter Junge war. Ein talentiertes Kind mit großer Auffassungsgabe und vor allem mit einer wirklich musikalischen Ader. Und dazu in der Folge der nächsten Teile natürlich mehr. Also Zwingli ab diesem Jahr in Basel. Hier ein Bild aus dem mittelalterlichen Basel. 1495. Savonarola predigte weiter mit Feuereifer für die Erneuerung der Kirche und die Erneuerung der Republik Venedig. Und am 13. Januar hielt er so eine genannte Erneuerungspredigt. Und interessanterweise bezog er sich hier auch auf verschiedene Bilder und Symbole, zum Teil auch aus der Bibel, unter anderem auch aus der Offenbarung des Johannes. Und hier ein interessantes Zitat aus dieser Predigt vom 13. Januar. Bezug nehmend auf die 4 Reiter der Apokalypse heißt es hier, das dritte Bild, das ich euch erklärte, war aus der Apokalypse, in der er sagte, dass er 4 Pferde sah, also gemeint ist natürlich Johannes, eines weiß, das zweite rot, das dritte schwarz und das vierte Pfahl. Und ich sagte euch, dass das Weiße die Zeit der Apostel darstellte, das Rote stellte die Zeit der Märtyrer dar, welche die zweite Phase der Kirche war, das Schwarze stellte die Zeit der Heretiker dar, welche die dritte Phase der Kirche war, das Fahle stellte die Zeit der Lauen dar und das ist heute. Eine interessante Interpretation der 4 apokalyptischen Reiter aus der Offenbarung des Johannes in Bezug auf die Kirchengeschichte. Und deswegen geht er hier weiter und sagt im weiteren Zitat, deswegen sagte ich euch, dass die Erneuerung der Kirche stattfinden müsse und zwar bald. Ansonsten wird Gott seinen Weinberg, also Rom und die Kirche, anderen zur Kultivierung übergeben, denn in Rom gibt es überhaupt gar keine Liebe mehr, sondern einzig den Teufel. So viel zu den Bildern. Also der Savonarola nahm kein Blatt vor den Mund. Die Schreckensherrschaft der Borgias in Rom wurde von ihm deutlich mit biblischen und auch vor allem sehr viel philosophischen Argumenten, wenn man seine Predigten im Kontext liest, widerlegt und angegriffen. Und er bezog sich hier auf die 4 Reiter der Apokalypse, von denen es in der Offenbarung heißt, in Offenbarung 6, Vers 2, und ich sah und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und es wurde ihm eine Krone gegeben und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Und Savonarola hat vollkommen korrekt dieses erste weiße Pferd auf die Zeit der Apostel, auf die Urchristenheit bezogen. Und dann das zweite Pferd, es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Und auch hier war Savonarola absolut korrekt in seiner Identifikation dieses zweiten roten Pferdes mit der Zeit der Verfolgung der Christen. Der Zeit der Märtyrer, ungefähr das zweite, dritte und auch das Anfang des 4. Jahrhunderts. Und dann das dritte Pferd in Offenbarung 6, Vers 5 und 6. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der 4 lebendigen Wesen, die sprach: Ein Maß Weizen für 1 Denar und 3 Gerste für 1 Denar. Doch das Öl und den Wein schädige nicht. Und auch hier war Savonarola absolut korrekt in seiner Identifikation dieses dritten Pferdes mit der Zeit des Glaubensabfalls, wie er es nannte, die Zeit der Heretiker. Und dann das vierte Pferd in der Offenbarung. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd und darauf saß, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgte ihm nach und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Und Savonarola war auch hier korrekt in seiner in der Erkenntnis, dass man jetzt in der Zeit der Mittelalters sich in der Zeit dieses vierten Pferdes befand. Er nennt es die Zeit der Lauen, der Lauwarmen und spielt ein bisschen auf die Botschaft, auch vielleicht auch an Laodicea an. Wahrscheinlich hat die Offenbarung noch etwas intensiver den Finger auf die Wunde gelegt, als es Savonarola hier sagt. Aber das war tatsächlich
eine korrekte Interpretation der Offenbarung, die zeigt, dass zu der damaligen Zeit des vierten Pferdes Menschen erkannten, dass sie in dieser Zeit lebten. Am 23. Januar dankt der gerade erst neu gekrönte König von Neapel, Alfons II., schon wieder ab aus Angst vor den Franzosen und flieht nach Sizilien, wo er in ein Kloster geht. Eine kurze Zeit dort im Kloster, dann stirbt sein Sohn Ferdinand II., Jugendliche, 25 Jahre alt, wird neuer König. Und nur einen Monat später marschieren die Franzosen ohne Gegenwehr in Neapel ein. Hier ein zeitgenössisches Bild von Neapel, eine recht wichtige Stadt Italiens, Zentrum, Hauptstadt dieses Königreiches, das ganz Süditalien beinhaltete. Und für die Franzosen, die dort in Neapel ankamen, war es ein regelrechter Kulturschock. Der Humanismus war in Frankreich größtenteils kaum bekannt, abgesehen von wenigen Gelehrten, die in Italien gewesen waren. Und es war tatsächlich so, dass das Auftreffen der Franzosen hier auf die Städte in Mittel- und Süditalien zu einer völligen Erneuerung dann auch der Kunst und Kultur in Frankreich geführt hat. Eine weitaus schlimmere Folge war, dass hier in Neapel zum ersten Mal im christlichen Europa die Syphilis ausbrach, und zwar im großen Stil. Sie wurde damals auch die Franzosenkrankheit genannt und wurde vor allem über sexuelle Übertragungswege verbreitet und entwickelte sich zu einer regelrechten Epidemie in Mitteleuropa. Am 26. März, noch einen Monat später, hier haben wir noch ein zeitgenössisches Bild von der Syphilis-Erkrankung, die damals auch als eine Strafe Gottes angesehen worden ist. Am 26. März dann wurde ein Reichstag eröffnet. Maximilian I. hatte nach Worms eingeladen. Er wollte eigentlich das Ganze schnell durchziehen. Er wollte einfach nur Mittel und Soldaten zur Verfügung gestellt bekommen, um nach Italien ziehen zu können, um dort den Franzosen Einhalt zu gebieten, die dort die einzelnen schwachen italienischen Staaten für sich eingenommen hatten. Er befürchtete vor allem, dass wenn der Papst abgesetzt werden könnte, ein neuer Papst installiert werden könnte, der ihm dann nicht mehr die Kaiserkrone aufsetzen würde, sondern vielleicht dem französischen König. Und so hoffte er auf ein schnelles Voranschreiten der Entscheidung im Reichstag, sah sich aber konfrontiert mit zahlreichen Beschwerden der einzelnen Fürsten und Kurfürsten und Stände, die eine grundsätzliche Reform des Heiligen Römischen Reiches anstrebten. Und so verzögerte sich das alles. Derweil auf der diplomatischen Ebene gab es eine ganze Reihe von Bewegungen. Man gründete am 31. März die Liga von Venedig. Und viele Großmächte traten dem bei. England, Spanien, Venedig, Mailand und auch der Kirchenstaat. Offiziell war das ein Bündnis gegen das Osmanische Reich, aber inoffiziell war es eigentlich ein Schutz- und Trutzbündnis gegen die Franzosen, um die wieder aus Italien herauszutreiben. Und auch Maximilian I., König des Römischen Reiches, des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, wollte dort mitmachen und drängte den Reichstag, ihn dort zu beauftragen. Aber wie gesagt, das stellte sich als etwas schwierig heraus. Derweil versuchten die Spanier, die Franzosen zu vertreiben. Die landeten eine Armee in Kalabrien und kämpften gegen die Franzosen, aber der König Karl ließ sich dort in Neapel zum König krönen. Am 12. Mai ist das gewesen und jetzt war er König von Frankreich und König von Neapel und die anderen Großmächte sahen das mit großer Sorge. Die angerückten Spanier gemeinsam mit neapolitanischen Kräften versuchten, wie gesagt, die Franzosen zu vertreiben, scheiterten aber in der Schlacht von Seminara dort im Süden Kalabriens. Kurze Zeit später kam es dann im Norden Italiens, auf dem Gebiet des Herzogtums Mailand, bei Fornovo zur großen Schlacht. Die Franzosen gewannen zwar theoretisch, zogen sich aber trotzdem zurück bei dieser gewaltigen Schlacht von Fornovo, sodass am Ende strategisch eigentlich die Alliierten
den Sieg für sich beanspruchen konnten. Die ganze gesamte Beute, die man gemacht hatte auf dem Italienfeldzug, ging für die Franzosen verloren. Und damit war das Ganze eigentlich ein großer Fehlschlag gewesen. Das bedeutet wiederum, dass Savonarola, der ja mit den Franzosen sich gut gestellt hatte, jetzt in einer prekären Situation war, weil ganz Italien um ihn herum sich von den Franzosen wieder losgesagt hatte. Und der Papst begann auch sofort, diesen Bußprediger, diesen Kritiker und Revolutionär, den Reformator Italiens, wer er sein wollte, in seine Fittiche zu bekommen. Am 21. Juli bestellte Alexander der VI. Savonarola zu sich nach Rom ein. Hier haben wir den Brief, den dieses Monster von Mensch ganz freundlich geschrieben hat. Geliebter Sohn, ja, und hier einige Auszüge. Wir erkennen durch den Bericht vieler, dass du die größte Arbeit verrichtest, deretwegen wir uns herzlichst freuen und dem allmächtigen Gott danken, der solche Gnade dem menschlichen Verständnis gegeben hat. Menschen haben uns kürzlich berichtet, dass du in öffentlichen Predigten gesagt hast, dass die Dinge, die du ankündigst, nicht von dir oder menschlicher Weisheit stammen, sondern von göttlicher Offenbarung. Und dann sagt er, komm doch bitte nach Rom und ich würde das gern einmal aus deinem eigenen Mund hören und mit dir ein bisschen darüber reden. Am selben Tag wurde übrigens die Grafschaft Württemberg zum Herzogtum erhoben auf dem Reichstag in Freiburg. Und naja, das hatte seine Bedeutung hier für Württemberg. Savonarola schrieb einen Brief zurück, 10 Tage später, wo er Folgendes formulierte: Gesegnetster Vater, nachdem ich deine gesegneten Füße geküsst habe, das war die Standardeinleitung, die er wählte, wenn er mit dem Papst in Kontakt stand. Weil viele Dinge im Weg stehen, werde ich versuchen, dir die vernünftigen Gründe anzugeben, sodass du erkennst, dass ich durch Notwendigkeit und nicht aufgrund meines Willens verhindert bin, sodass ich nicht in deiner Gegenwart erscheinen kann. Er sagt ihm ab, höflich, und gibt Gründe an. Er sei sehr krank, er spricht von Fieber, von Durchfall und von schweren Magenproblemen. Seine Doktoren fürchten um sein Leben sogar. Die Gesundheitsprinzipien im Mittelalter waren ja ohnehin nicht allzu förderlich für langes Leben. Zweitens sagt er, dass er viele Todfeinde hat, auch in der Stadt. Er geht mittlerweile nur noch mit Leibwache durch die Stadt. Und eine Reise nach Rom wäre sicherlich der sichere Tod, noch bevor er Rom erreichen würde. Drittens sagt er, dass die Reform in Florenz gerade erst begonnen hat und er dringend dort gebraucht wird. Naja, der Papst war davon nicht besonders beeindruckt, wie wir gleich sehen werden. Während all dem beschloss der Reichstag in Worms zeitgleich am 7. August eine weitreichende Gesetzesvorlage, die das Heilige Römische Reich dauerhaft verändern würde, den sogenannten ewigen Landfrieden. Bis dahin war es das Vorrecht der einzelnen Fürstentümer, Konflikte militärisch gegeneinander auszutragen. Das sollte jetzt verboten werden. Hier heißt es zum Beispiel: Niemand, egal von welcher gesellschaftlicher Stellung, darf jemand anderen bekriegen oder sonstiges Leid zufügen. Alle bestehenden Fehden werden aufgehoben. Jeder, der dieses Brot bricht, wird, egal von welchem Stand, mit der Reichsacht belegt. Jeder ist verpflichtet, einen des Friedbruchs Verdächtigen zu stellen oder zu melden. Und wer gegen Paragraph 4 verstößt, verliert selber jegliche Privilegien. Kammerrichter und Reichstag unterstützen die durch Fehden Geschädigten. Also mit anderen Worten, statt eigener Blutrache sollten jetzt Gerichte angerufen werden und damit sollte das Reich stabilisiert werden. Weiter reisige Knechte sollen als gefährliche Elemente nirgends geduldet werden. Das waren also so berittene Knechte, die Gewalt angewendet haben, die so als Söldner gedient haben. Paragraph 8: Verbrecher gegen die geistlichen Gesetze sollen wie Verbrecher gegen das weltliche Gesetz bestraft werden. Dieser Landfriede soll durch spätere Gesetze nicht außer Kraft gesetzt werden können. Wer nicht zu dem Wohl des Friedens beiträgt, verliert alle seine Privilegien und Rechte. Niemand darf diesen Frieden aufgrund irgendeines Privilegs, seines Standes oder aus irgendeinem anderen Grund missachten. Dieser Friede soll keine anderen bereits bestehenden Gesetze aufheben. Dieser Friede hat Auswirkungen gehabt bis in die heutige Zeit und kann in seiner Bedeutung gar nicht hoch genug angesetzt werden. Es wurden dann oberste Gerichte geschaffen, vor allem das Reichskammergericht, das dann alle schwierigen juristischen Fragen klären sollte. Die einzigen, die nicht wirklich begeistert waren, waren die Schweizer Eidgenossen, die formal zwar zum
Römischen Reich dazugehörten, aber sich schon gar nicht hier vertreten ließen und auch diese neue Struktur ablehnten, weil das nicht das alte Recht war, das sie gewohnt waren. Außerdem wurde eine erste gemeinsame direkte Steuer für das gesamte Reichsgebiet festgelegt, der sogenannte Reichspfennig. Damit sollten die Kriege, die Maximilian I. führen wollte, finanziert werden. Derweil zurück in Italien. Papst Alexander VI. Schreibt einen Brief, diesmal nicht an Savonarola, sondern über Savonarola, an die Franziskaner in Florenz. Und daran zeigt sich der wahre Geist dieses Papstes, der vorher noch so freundlich den Savonarola nach Rom eingeladen hatte. Wir haben gehört, heißt es hier, dass ein gewisser Girolamo Savonarola aus Ferrara vom Orden der Prediger, also von den Dominikanern, sich an der Neuheit eines verkehrten Dogmas erfreut und seinem irrsinnigen Geisteszustand sich von den Umwälzungen in Italien hat verleiten lassen, dass er ohne kanonische Autorität oder dem Volk behauptet, er sei von Gott gesandt und spreche mit Gott gegen die kanonischen Dekrete. Und dann spricht er einige Maßnahmen hier aus in diesem Brief. Der Savonarola soll gerichtet werden, sogar von einem Geistlichen, der als offensichtlicher Feind des Savonarola bekannt ist. Und er soll mundtot gemacht werden. Und gegen ihn wird jetzt aufs Schärfste gewarnt. Und Savonarola antwortet. Und hier sehen wir seinen Antwortbrief. Und wieder die gleiche Formulierung am Anfang. Gesegnetster Vater, nachdem ich deine gesegneten Füße geküsst habe. Er war ein absolut überzeugter römischer Christ, hat die Institutionen der Kirche nie in Frage gestellt und auch theologisch, soweit man das aus seinen Predigten ableiten kann, sich voll mit der herrschenden philosophisch-katholischen Lehre identifiziert. Die Missstände, die hatten ihn zur Buße aufrufen lassen. Und entsprechend antwortet er hier sehr diplomatisch, indem er den Verdacht ausdrückt, dass dieser scharfe Brief des Papstes in Wirklichkeit nur dadurch zustande gekommen ist, dass böse Menschen den Papst falsch informiert haben. So lesen wir hier, Zitat: Aber wir trauerten, weil die Bosheit der Menschen in einem solchen Maße fortgeschritten ist, dass es solche gibt, die nicht davor zurückschreckten, sogar dem höchsten Pontifex und Vikar Christi auf Erden Dinge zu erzählen, die so falsch und verkehrt interpretiert sind. Sein Brief ist sehr konziliant, sehr versöhnlich. Er unterwirft sich der römischen Kirche. Er sagt, er ist bereit, sich korrigieren zu lassen und möchte einfach nur nachgewiesen bekommen, dass er die Dinge auch wirklich gesagt hat, die ihm dort vorgeworfen werden. In diesem Brief distanziert er sich auch von dem Anspruch, ein Prophet zu sein, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass ein Prophet zu sein an sich keine Sünde wäre und dass das vollkommen in Übereinstimmung mit der Bibel wäre. Und so kommt die Rückantwort vom Papst am 16. Oktober. Wir begannen uns zu überzeugen, dass diese Dinge nicht in einem bösen Geist gepredigt worden sind, sondern mit Naivität und Eifer, auch wenn Erfahrung etwas anderes gelehrt hätte. Mit anderen Worten, aufgrund dieses Entgegenkommens von Savonarola, sagt der Papst, na dann sehen wir ja, dass du ja kein Rebell bist, sondern dass du einfach nur nicht wusstest, was du tust. Und hättest du ein bisschen mehr Erfahrung, dann hättest du gemerkt, dass solche Predigten ja nur Konfusion erzeugen und Zwietracht und Spaltung hervorrufen. Und deswegen nehmen wir deine Entschuldigung an. Und hier ist jetzt die Schlussfolgerung. Als Antwort auf deine Briefe gebieten wir dir aufgrund heiligen Gehorsams gar nicht mehr zu predigen, weder öffentlich noch privat. Der Papst belegt den Reformator von Florenz mit einem Redeverbot. Kanzelverbot. Er darf überhaupt nicht mehr predigen. Und Savonarola nimmt das an und unterstellt sich dem Papst und hört auf zu predigen. Am 20. Oktober kommt es zu einer folgenschweren Hochzeit für Europa und die weitere Reformationsgeschichte. Der Thronfolger Habsburgs, der Sohn von Maximilian I., Philipp der Schöne, jetzt schon Erzherzog von Burgund mit 17 Jahren, heiratet eine spanische Königstochter, die Johanna von Kastilien.
die ein bisschen merkwürdig sein soll, schon in jungen Jahren. Noch eine Hochzeit. Nein, noch genau, das kommt später. Am 25. Oktober, Verzeihung, 5 Tage später, stirbt der König Portugals, João II. Mit nur 40 Jahren, und so wird ein Verwandter, Manuel oder Emmanuel I., König, und seine Herrschaft soll eine der glorreichsten in der Geschichte Portugals werden, wie wir jetzt noch sehen werden. Am 1. November wurde in Heilbronn, er hat Schnepf geboren als Sohn eines Schuhmachers, und am 4. Dezember Matthäus Albert als Sohn eines Goldschmieds in der Reichsstadt Reutlingen, und auch von ihnen wird später mehr zu hören sein. 3 Tage später starb mit Gabriel Biel einer der letzten großen Scholastiker des Mittelalters. 80 Jahre war er geworden. Ein berühmter Gelehrter, der unter anderem den Messkanon, das heißt die verbindliche Messliturgie, sehr gründlich ausgelegt und erklärt hatte. Er war ein Gründungsmitglied der Universität Tübingen gewesen und ein Professor für Philosophie. Jemand, der den Nominalismus von Ockham bis zur letzten systematischen Entwicklung führte, dadurch weit noch Einfluss ausübte. Seine Bücher wurden viel gelesen und galten als Standardwerke der Literatur über Theologie, und wir werden auf diese Bücher auch im Laufe der Reformationsgeschichte noch zu sprechen kommen und uns damit beschäftigen müssen. Ebenfalls in diesem Jahr 1495 wurde die spätere Reformatorin Marie d'Antierre in Tournai in Frankreich damals geboren, ebenso John Hooper in Somerset in England und Robert Barnes in King's Lynn, ebenfalls in England, ungefähr in diesem Jahr, genau ist das nicht mehr rauszufinden. Auch Melchior Hoffmann, eine interessante Figur der Reformationsgeschichte, in der freien Reichsstadt Schwäbisch Hall, als Sohn einfacher Eltern. Und vielleicht hier noch ein interessantes Bild. Savonarola hatte vor seinem Redeverbot ein Buch drucken lassen, das Compendium Revelationem. Eine Zusammenfassung all der Offenbarungen, von denen er behauptete, dass Gott sie ihm in Träumen und Visionen gegeben hatte. Seine Ansichten zur Prophetie wurden darin niedergelegt. Kommen das Jahr 1496. Und das wartete mit einem echten Paukenschlag auf. Savonarola begann wieder zu predigen. Monatelang hatte er das Redeverbot eingehalten, aber im Februar, als er sah, dass in Rom überhaupt nichts besser wurde, sondern immer nur schlimmer, begann er feuriger als jemals zuvor gegen diesen Frevel zu predigen. Ganze Predigtserien gingen zum Beispiel über Amos und Zacharia, die alttestamentlichen Propheten. Einer dieser Predigt prophezeite er eine Katastrophe über Rom. Er sagt, er habe in einem Traum ein Schwert gesehen über der Stadt Rom, und Feuer würde diese Stadt vernichten. Rom sei nicht viel mehr als ein Abort der Christenheit. Er ruft sogar ganz offen zur Flucht aus Babylon auf und meint damit Rom, das mystische Babylon der Offenbarung, das geheimnisvolle Babylon, das in der Bibel als der Antichrist auch identifiziert wird, wird von ihm auf Rom gedeutet. Und diese Predigten finden jetzt einen Widerhall in ganz Europa. Er ist der bekannteste Sprecher einer Reformation der Kirche, und er führt das mit absolutem Feuereifer aus. Am 10. Februar wird in Kala im Kurfürstentum Sachsen Johann Walter geboren. Und währenddessen zeigt sich, dass die Theokratie in Florenz, dieser Gottesstaat, den Savonarola jetzt wieder neu beleben möchte durch seine Predigten, immer interessantere und spektakuläre Form annimmt. Da ist unter anderem der Brauch in der Karnevalszeit gewesen, über Jahre und Jahrzehnte hinweg, dass Kinder in der Karnevalszeit mit Steinen aufeinander und auf andere Dinge werfen. Viele Prediger hatten versucht, das zu unterbinden. Magistraten hatten versucht, Gesetze dagegen zu erlassen, doch nie war es gelungen. Viele Menschen waren schon gestorben durch diesen schrecklichen Brauch.
Savonarola schafft es im Jahre 1496 durch eine gewaltige Erweckung unter den Kindern und Jugendlichen der Stadt Florenz zum ersten Mal dieses Treiben zu unterbinden. Als die Karnevalszeit kommt, trauen die Bürger ihren Augen nicht. Tausende Kinder ziehen umher und sammeln Almosen für die Armen. Die Kinder werden von Savonarola besonders motiviert. Sie ziehen in Prozessionen durch die Straßen und viele Augenzeugen sind zu Tränen gerührt. Dabei waren die Methoden durchaus interessant, wie hier ein Augenzeuge in einem Brief an den Herzog von Mailand dokumentiert. Paolo de Somenzi sagt, es war schwierig, die Straße entlang zu gehen, wenn man ihnen nicht ein Geldstück gab, besonders für die Frauen. Sie hielten lange Stöcke in ihren Händen, sodass sie nicht passieren konnten, ohne etwas zu bezahlen. Auf diese Weise sammelten sie etwa 300 Dukaten ein und heute hatte dieser Mönch eine Prozession mit diesen Kindern etwa 10.000. Die meisten davon noch keine 14 Jahre alt. Von den 6- bis 9-Jährigen waren es etwa 4.000. Der Gottesstaat des Savonarola gründet sich immer mehr auf die Begeisterungsfähigkeit von Kindern und jungen Jugendlichen, die ihm förmlich an den Lippen hängen. Es gibt einen regelrechten Run auf die Kirchen. Es wird berichtet, dass die Kinder freiwillig zur Kirche rennen, vor den Eltern da sind, manchmal 2-3 Stunden vor Predigtbeginn dort in der Kirche sitzen und singen und sich auf den Savonarola freuen. Und kein Kind bleibt im Bett, wenn die Kirchenglocken rufen. Am 25. Februar stirbt Eberhard I. in Reutlingen, der Herzog von Württemberg. Seine Zeitgenossen hatten ihn sehr bewundert. Eberhard II. Wird jetzt neuer Herzog. Und das bedeutet für Reuchlin, jenen begabten Humanisten, dass er fliehen musste. Denn der Eberhard hatte einen Berater, der auf Veranlassung von Reuchlin unter anderem mal durch den Erzbischof von Mainz gefangen genommen worden war. Und so musste Reuchlin jetzt erst einmal das Weite suchen. Derweil nahm die Revolution, so muss man schon fast sagen, oder die Reformation in Florenz, immer krassere Züge an. So berichtet hier zum Beispiel Luca Landucci in seinem Florentiner Tagebuch: Die Jungen wurden vom Fratre, gemeint ist Savonarola, ermutigt, die Kirche, die Körbe mit süßen Kuchen, die Glücksspieltische und viele eitle Frauendinge wegzunehmen, sodass die Glücksspieler flüchteten. Sobald sie hörten, dass die Jungen des Fratre kamen, auch gab es keine einzige Frau, die es wagte, unangemessen gekleidet das Haus zu verlassen. Der Bußprediger wird immer mehr zum moralischen Diktator und seine jungen Anhänger ziehen durch die Stadt und wollen alles verhindern, was gegen den Standard des Savonarola ist. Das führt dann zu solchen Dingen wie hier. Die erwähnten Jungen gingen herum entlang den Mauern der Stadt, zu den Tavernen etc., wo immer sie Menschenansammlungen sahen. Dies taten sie in jedem Viertel und wenn irgendjemand gegen sie rebelliert hätte, wäre sein Leben in Gefahr gewesen, egal wer er war. Der gute Gedanke der Reformation kämpft hier schon sehr deutlich mit dem Geist des Fanatismus, wo mit Gewalt eine neue Moralität, eine bessere Moralität durchgesetzt werden soll. Es scheint so zu sein, als ob Savonarola den Feuereifer eines Reformators hatte, aber die theologische Tiefe der anderen Reformatoren vor ihm und nach ihm nicht kannte und vielleicht deswegen ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen ist mit manchem. Aber dazu dann noch mehr. Reuchlin, wie gesagt, auf der Flucht und auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, nach neuen Aufgaben im Jahre 1496. Nachdem die alle Welt unterwegs war, neues Land zu suchen, hatten dann auch die Engländer den Wunsch, etwas Ruhm zu erringen. In dieser Hinsicht, die englische Krone gab dem Venezianer Giovanni Caboto hier in diesem Dokument, das wir sehen können,
den offiziellen Auftrag, einen Weg nach Indien zu finden, also nach Asien, und zwar gen Norden, einen Nordweg. Und so macht er sich auf den Weg, kommt allerdings erst einmal nur bis nach Grönland. Derweil machte sich Christoph Kolumbus, der schon sehr viel erfolgreicher gewesen war, erneut auf nach Spanien am 10. März, um von den neuen Entdeckungen in der neuen Welt zu berichten. Savonarola, in einer neuen Predigtserie im Mai über Ruth und Micha beginnt jetzt das Papsttum in einer Art und Weise anzuklagen, die so scharf ist, dass seine Zuhörer fürchten, er werde exkommuniziert werden. Aber selbst das stört den Girolamo überhaupt gar nicht. Er predigt wirklich wie ein feuriger Prophet gegen das Papsttum und ruft die Menschen auf, sich dort aus Rom zurückzuziehen. Am 10. Juli wird Johann Forster in Augsburg geboren. Und in diesem Jahr 1496 wurde auch jemand geboren, der zu den wichtigsten Personen der Reformationsgeschichte überhaupt zählt, obwohl er nicht immer so bekannt ist. Die Rede ist von Menno Simons, einem Friesen, der in der Nähe des friesischen Wattenmeeres 1496 in Wittmachsum geboren wird. Zum Abschluss noch ein paar Zitate von jenem Isaac ben Judah Abravanel, von dem wir schon seit der ersten Folge immer wieder mal gehört haben, der als Jude zunächst in portugiesischen und dann in spanischen Diensten dann ausgewiesen worden war und sich auf Wanderschaft in Europa befand, der im Jahre 1496 in Veröffentlichung einige interessante Aussagen zum Antichristen machte, die wir hier kurz anschauen wollen. Dort heißt es: Und darum bin ich zur inneren Schlussfolgerung gelangt, dass das kleine Horn die Herrschaft des Papstes war, der nach der Zerstörung Jerusalems in Rom durch einen Jünger Jesu begann. Weil der Papst in seinem Anfang klein und unscheinbar nicht mächtig war, nannten sie es das kleine Horn. Und seit seinem Beginn war es in Rom. Er nimmt Bezug natürlich auf Daniel 7 und dort Vers 8. Als der Prophet Daniel sagte, während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf. Und drei der folgenden Hörner wurden vor ihm ausgerissen und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Noch mehr von Abravanel. Er bekennt und bannt und verbietet Sünden und befreit von und macht Versöhnung für Schuld. Und es ist ein Prinzip ihres Glaubens geworden, dass Dinge genauso getan werden, wie er es sagt und dass alles, was er sagt, auf Erden im Himmel bestätigt ist. Und das ist gemeint, wenn es heißt, ein Maul, das große Dinge redete. Also hier haben wir einen jüdischen Gelehrten in Europa im Jahre 1496, der aufgrund seiner Beobachtung sagt, die Unfehlbarkeit des Papstes ist eine direkte Erfüllung der alttestamentlichen Prophetie in Daniel 7. Dort hieß es ja, und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetze zu ändern und sie werden seine Gewalt gegeben werden für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Dazu noch Isaac ben Judah Abravanel und er wird versuchen, Zeiten und Gesetze zu verändern. Das ist, die Sekte der Anhänger der Religion Jesu werden planen, die Feste des Gesetzes zu verändern und die Gebote des Gesetzes zu zerstören und ein neues Gesetz im Land zu machen, das sich vom Gesetz des Moses unterscheidet. Für den jüdischen Gelehrten gab es nur die christliche Kirche. Und die war für ihn eins zu eins das, was der Papst in Rom leitete. Und weil der offensichtlich das Gesetz Gottes, so wie Moses bekommen hatte, geändert hatte, konnte dieser jüdische Gelehrte nur sagen, die Anhänger der Religion Jesu, in anderen Worten, die Christen sind die Erfüllung dieses kleinen Hornes. Ihm fehlte da noch eine kleine Beobachtung, die aber folgenschwer ist, nämlich, dass das Papsttum nicht die eigentliche Repräsentanz des biblischen Christentums war. Aber das brauchte selbst für die Zeitgenossen sehr lange, für die zeitgenössischen Christen, um das nach und nach zu erkennen. Aber in jener Zeit, als Mörder und Diebe und Verbrecher in Rom die Papstkirche beherrschten, war dieser jüdische Gelehrte in seiner prophetischen Analyse und Interpretation ziemlich auf den Punkt. Zum Abschluss
Zwei, drei Gedanken noch zu Martin Luther, der von all dem wiederum nicht allzu viel mitbekommen haben könnte, sondern der sich vielmehr mit der lateinischen Grammatik quälte, dort in Mansfeld auf der Lateinschule, wie schon in der letzten Folge beschrieben. In diesen Jahren wird er in höhere Grade eingestuft worden sein. Die dritte Stufe nach den Fibulisten und den Donatisten waren die Alexandristen, weil sie sich mit einem grammatischen Werk von Alexander de Villa Dei beschäftigen. Doktrinale genannt, und das war schon ziemlich kompliziert, musste sehr umständlich erklärt und erläutert werden, zum Teil sogar auf Deutsch. Da ging es dann um Deklination, regelmäßig, unregelmäßig, die Adjektive, die grammatischen Genera, die verschiedenen Stämme, unvollständige Verben, auch Satzkonstruktionen, Wortakzente, Metrik, rhetorische Figuren, all das hat Luther gelernt. Und obwohl er ja sich so negativ über seine Schulerlebnisse geäußert hat, muss man dann schon sagen, dass er hier gründliches Latein gelernt hat, das zumindest mal für den späteren kirchlichen Gebrauch und für den wissenschaftlichen Gebrauch vollkommen ausgereicht hat. Nebenbei war die Schullektüre die berühmten Fabeln von Aesop, die Luther schon damals schätzen gelernt hat und die er sein Leben lang immer wieder auch zitiert hat und geschätzt hat, von denen er sehr viel Weisheit auch übernommen hat und die damals schon in mittelalterlichen Zeiten sehr beliebt und berühmt waren. Hier eine zeitgenössische Abbildung. So oder so ähnlich könnte auch das Schulbuch von Luther ausgesehen haben. Es zeigte sich in jenen Jahren, als er immer älter wurde, dass er eine außergewöhnlich hohe Auffassungsgabe hatte. Obwohl er ein sehr sensibler, sehr gerechtigkeitsliebender Junge war, der sich auch, der mit ungerechter Kritik und Strafe nur schlecht umgehen konnte, wie wir gesehen haben, zeigte sich doch, dass er wohl klüger, intelligenter und auch schlagfertiger war als viele seiner Kollegen in der Schule. Und auch der Vater wird das gemerkt haben. Und so entschloss man sich, als er dann ein Jugendlicher war, ein junger Jugendlicher, dass es an der Zeit wäre, ihn in eine bessere Schule zu geben, wo sein Horizont sich erweitern könnte. Man beschloss, dass er nicht mehr in Mansfeld zur Schule gehen sollte, sondern an eine größere Stadt geschickt werden sollte. Vielleicht ist das schon 1496 geschehen, vielleicht auch erst 1497, je nachdem, wie man das mit dem Geburtsjahr sieht. Wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall im Detail davon berichten, was passiert, als Luther mit 14 Jahren Mansfeld verlässt, um in den großen Städten seiner Zeit eine bessere Schulbildung zu bekommen. Die Folge wird dann heißen Magdeburg und Eisenach. Wir werden die Jahre 1497 bis 1498 betrachten und den Luther immer besser kennenlernen, wie er jetzt langsam ein junger Mann wird und die Welt, von der wir jetzt schon einiges gelernt haben, für sich selbst entdecken wird. Bis dann wünschen wir Ihnen Gottes Segen und schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation.